Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Da wir jetzt heute eine Quest haben, wo wir die Gegner zu Boden werfen müssen, nehmen wir mal die Dual Blades mit. Das wäre diese hier. Ich weiß nicht, welchen von beiden wir zu Boden werfen müssen, aber einer von beiden wird es sein. Da hauen wir jetzt einfach die ganze Zeit auf die Füße drauf und hoffen, dass der Rest der Gruppe auch mitspielt und draufhaut. Und vor allem die Daily halt hat. So, das heißt eben kurz hier, Klick und wieder vorbereitet. Hier mal wieder neu umsortieren. Da haben wir wieder zwei von den Items. Was war nochmal da drin? Ach ja, einfach nur diese lustigen Karten für die Emotions. Also die ihr hier unten im Chat die ganze Zeit seht. Davon, die können wir dann freischalten. Macht aber nicht wirklich unbedingt viel Sinn. Ja, ganz viel Katzen-Emotions. Und da ich sowieso nie im Chat schreibe, ist das irgendwie ein bisschen, naja, für mich zumindest sinnlos. So, los geht's. Boah, muss ich mir mal durchs Gesicht reiben. Irgendwie bin ich schon wieder müde. Immer diese Müdigkeitsanfälle. Ja, wie gesagt, ich bin in Kürze in Urlaub und ich muss gucken, ob ich wirklich irgendwie ein paar Folgen voraufnehmen kann oder ob ich das überhaupt zeitlich alles schaffe. Falls ein paar Folgen ausfallen, nicht böse sein, nach meinem Urlaub geht es dann wieder ganz normal weiter. Aber es kann natürlich immer wieder sein, dass irgendwie Monster Hunter Folgen kommen. Zur Not wechsle ich sie mit irgendeinem anderen Game ab. Mal schauen. So, da sind wir. Zack. Und hinterher. Ups, ups, ups. Hör auf mich zu schlagen. Ja, irgendwer sagt wahrscheinlich jetzt gerade, die müssen zu Boden gebracht werden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir laufen einfach. Ah, okay. Es geht los. Aua. Nee. Mist. Hallo? Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, hier umzustellen. Immer schön auf die Beine. Und auf die Beine. Und drauf, drauf, drauf. Ja, okay, da liegt sie. Wir haben die Daily geschafft. Nun heißt es einfach nur noch zerholzen. Boah, und drauf. Ja, und wieder paralysiert. Und drauf. Ja, ja, ja. Oh, meine Finger werden lahm vom vielen Hauen. Da fällt es ja auch gleich ein zweites Mal. Sehr schön. Oh Gott, ey. Und hinüber. Die Cuffs brauchen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht. Wir brauchen höchstens halt Sachen für Waffen und Rüstung und so aufrüsten. Ich nehme einfach mal alles mit. Kann nicht schaden, bevor wir nachher zu wenig haben. So, und weiter geht's. Weg hier. Mit dem Großschwert ist es ziemlich chillig mit dem Drücken. Man braucht einfach nur einmal drücken. Hier muss man sich echt tot drücken. Also halt zwischen den Angriffen. Man macht einen großen Hieb, dann noch einen Hieb, dann noch einen Hieb. Hier machst du Hieb, 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 drück, 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 drück und draufschlagen und draufschlagen und irgendwann tut einem das Handgelenk weh. Ich glaube, mit Maus und Tastatur wäre das ein bisschen angenehmer zu spielen. Wen haben wir denn jetzt noch? Wen müssen wir jetzt noch besiegen? Ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gegner hier ist. Ach, okay, alles klar. Der Doom Australian. Komm her, Doomy. Komm her, Doomilein. Der haut gerade ab.
Nicht komm wieder zurück. Ah, Mist, in die andere Richtung gucken. Und jetzt noch paralysieren. Yay! Das wäre schön, das wäre schön. Ach, er haut ab. Alles klar. Flüchte ruhig, aber du konntest uns nicht entkommen. Nicht wirklich. Blink, 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 blink. Ja, unser Power-Up ist auch voll. Na, komm her. Schnell hinterher. Ups. Ich weiß gar nicht, kann man den überhaupt paralysieren, bevor der in seine nächste Phase geht? Ist ja auch egal, vielleicht jetzt. Hier, jetzt aber. Autsch. Vielleicht einfach mal so eine blöde Pott essen, weil... Leben haben wir verloren. Oh, wir haben unsere Verbindung zu unseren Dual Blades verloren. Komm, paralysier schon. Kann er überhaupt paralysiert werden? Autsch, er kann uns auf jeden Fall weghauen. Oh, da kriecht er davon. Au, da kriegen mich seine dummen Käfer. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte losrennen. Waffenschleifen. Brauche ich eigentlich nicht. Ich denke mal, die hauen ihn jetzt einfach weg. Aber ist auch egal. Die Goodaily ist eh schon abgeschlossen. Na komm, zurück. Aua. Ich sollte es nicht übertreiben. Ich nehme noch einen Pott rein. Wildes Vieh. Aua. Kleinen Mistkäfer. Aua. Großer Mistkäfer. Nicht auf mich. So, jetzt aber. Und hinüber. Damit ist die Daily abgeschlossen und wir haben, ja, es wieder mal geschafft. Zack. Ein bisschen looten. Gibt gleich noch eine Daily, wo wir Gold bekommen müssen. Da nehme ich dann am besten mein Großschwert mit. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, wenn ich so die letzten Folgen zurückdenke. Tada! Und hüpfen! Yay! Mit den Dual Blades kämpfe ich mittlerweile auch wirklich sehr gerne. Noch ein paar Sekunden.
Ich wünschte, man könnte irgendwie auswählen, dass man das Feld schon verlassen kann, damit man trotzdem noch die Items bekommt oder so, dass man hier nicht ewig dranhängt, wenn man nicht will. Naja, okay. War okay. So, zack. Oh, 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 wir haben eine Kiste bekommen. Ist das wieder so eine dumme Kiste wie mit den Emotions? Ja, ne? Ach, Mist. Ich habe mich jetzt schon echt gefreut, dass wir was Besonderes bekommen. Nein. So, Leute, da. Ab, Quest abgeben. Dann bleibt ja jetzt noch diese Daily hier offen. Das hier unten wäre Fang. Und das hier oben ist Gold. Dementsprechend umrüsten. So, wo ist mein Großschwert? Zack. Lange nicht getragen und doch wiedererkannt. Tada. Hatten wir bisher nur Silber drin? Na, dann hoffen wir jetzt das Beste. Wir müssen Gold bekommen. Kann natürlich auch sein, dass ich die selber gemacht habe, solo gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir mal nach. Voll draufholzen. Okay. Ich weiß auch nicht, nach welcher Devise man Gold bekommt. Wie viel Schaden man gemacht hat, wie oft man gestorben ist, wie oft man getroffen worden ist. Irgendwas führt immer dazu, dass man Gold oder Platin bekommt. Aber irgendwas, ne, also egal wie perfekt der Kampf aussieht, es kann auch passieren, dass man irgendwie drunter liegt. Und ich weiß nicht, an was das bemessen wird. So, damit das jetzt hier schnell geht, esse ich direkt mein fettes Fleisch. Nicht mein mageres. Und los geht's. Wir müssen Gold bekommen. Also, hinterher. Die anderen haben alle irgendeinen Stärke-Buff, ich nicht. Bin ich schlecht vorbereitet, wahrscheinlich. Und runter da. Okay, der silberne Hypnokatrice. Komm her. Ach, was macht der denn da? Voll drauf auf die Mütze. 4000er Hit. Ja, super, der kriegt den fetten Schlag natürlich. Nein! Ah, okay, er ist gerade angepisst. Na, wo kommt er runter? Hä? Was macht denn da? Oh nee, ey, dreh um. Komm, mach einen Sprung nach vorne. Ja, toll. Ich glaube, der Goldstatus heißt auch vielleicht, wie oft man daneben schlägt, ob man überhaupt daneben schlägt. Nein, nicht in. Ach. Und da fällt er um. Welcher Blödmann hat dem denn gerade geweckt, während der am Schlafen war? Komm her, komm zurück. Ätzend, der backt irgendwie rum. Normalerweise soll er dem Spieler folgen. Und wieder im Kreis. Immer schön auf die Mütze. Ich darf ja nur nicht abhauen, das kostet sonst viel Zeit, ihm zu verfolgen. Ah, okay.
Nein. Ihr Vollhongs, steht auf. Okay, erster ist hinüber. Dann wollen wir mal carven schnell, damit es weitergehen kann. Und nun müssten wir halt den anderen erstmal finden. Vielleicht sagt da irgendwer Bescheid, auf welchem Feld. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wen wir finden müssen. Aber wir waren jetzt in diesem Kampf auch nicht wirklich gesund, aber überausschwinglich gut. Also das mit Gold könnte echt schwierig werden. Ich weiß es nicht. Hier, und der hat den halt schon zweimal eingeschläfert mit Bogen. Ich wüsste gerne, was bei mir nicht richtig stimmt. Oh, ich habe irgendwas gehört. Aber wo? Feld 8 vielleicht? Naja, werden wir mal suchen gehen. Irgendwer wird schon... Ah, da ist es. Ah, Ratian, stimmt. Mist. Ich hasse Ratian, weil der muss man immer so präzise auf den Kopf schlagen. Und da ist schon der arme kleine Schwertkämpfer vergiftet. Hä? Das war kein Crit? Ach ja, stimmt. War die kritische Stelle der Schwanz? Nein, nicht wirklich. Naja, okay, doch. 3000er Hit auf den Schwanz ist nicht schlecht. Mann, aua, das ist aber schlecht. Ach. Nun ist der Kopf gebrochen, oder? Sorry, dass ich jetzt nicht mehr kommentiere. Ah. Da ist der erste down gegangen. Ich glaube, der kriegt auch kein Gold. Mist, vergiftet. Nein, lass mich in Ruhe. Gut, dass ich gesprungen bin. Selbst wenn wir ausgewichen wären, hätte es... Naja, sein können, dass wir... Ich hasse Ratian. Ich mich! Ah. Nein! Na, es war klar, dass sie trifft. Na toll, gerade nur eine Potts genommen. Aber haben wir es geschafft? Haben wir die Daily abgeschlossen? Es sah so aus, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Soll mir recht sein, haben wir noch eine Daily offen, wo wir einen fangen müssen? Gut Leute, aber an dieser Stelle jetzt erst einmal schon mal Feierabend für heute, denn wir haben jetzt wieder zwei Dailies, waren zwei in einer Folge abgeschlossen und sind auf jeden Fall am Ende der Folge angekommen. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart und in der nächsten Folge gucken wir, was wir dann tun. Bis dahin, ciao!